muss die dann später teuer abkaufen. Aber ich habe jetzt gar nicht genau gewusst, wo die sind. Wollte es eigentlich auch machen. Level 10. Okay, mal gucken, wir mal speichern hier. Okay, man sieht sich in-game. Gruß aus der Schweiz. Alles klar, bis dann in-game dann. Viel Spaß noch beim Leveln. Ich bin kein guter Telekom-Kunde. 800 GB schon geladen im Monat und noch zwei Spiele, dann ist PS4 fertig. So, ist doch gut hier. Ist doch super. Je mehr, desto besser. Geht mal, ich komme da. Verdammt, ich komme da nicht mehr durch. Schweinerei. So. Zwar. Ach, das ist beides da. Ist irgendwo eine Quest noch irgendwie in der Nähe? Aufgemacht, einfach so. Ich habe 2 Punkte bekommen, oder? Ja, genau. Du hast 5 gesetzt, hast 2 bekommen. Musst du mal schauen, dass du halt eine gerade Zahl nimmst, die man durch 2 teilen kann und nichts bei Komma rauskommt. Was ist denn los bei euch? Habt ihr euch verlaufen, Lan und Falk im Chat, oder was? Habt ihr... Warte. Immer schön ruhig bleiben hier. Immer cool, einfach nur chillen mit dem Gags abhängen und kein Stress. Ihr seid ja beide alt und vernünftig, wa? So. Nein, ich denke mir, wenn es dann freeze, dass ich dann rausfliege. Reittierquests. Bescheren dir ein kostenloses Reittier zur Aufzucht. Ungefähr ab Level 10 bekommst du eine Quest, bei der du ein Reittier aufziehen kannst. Sobald es groß genug ist, kannst du deutlich schneller reisen. Ach so. Okay. Ne, ich habe jetzt. Ich hab jetzt keine Zeit, das alles nachzulesen. Habe ich nur zwischendurch noch mal reingeschaut. Einfach lieb sein zueinander. Ist doch hier der Liebeschannel. Ich muss doch meinem Job nachgehen hier. Lano.
Da. So. Also was ist denn? Schaut euch mal an. Alle kommen sie auf dem Pferd dahin. Mal steige ich mal ab und dann bin ich ein gutes Beispiel. Die Vierfingerdiebe. Ja, was man alles mit vier Fingern anstellen kann. Zwei sprich. Ich spreche mit jedem. Ich spreche mit jedem hier. Ich kann nur sagen, Jungs, wenn ihr miteinander Stress habt und Props, klärt das dann privat und damit der Channel hier schön clear bleibt. Steht auch unten in den Regeln, gell? Und immer schon dran halten. Ja, und niemand angehen oder kein Offensive gegen andere. Jetzt geht's los, West vs. Ossi. Ja, das war nicht schön, Feige. Das war nicht schön. Laute Schild. Natürlich ein neues Schild erst einmal. Wähle eine Belohnung. Oh, Ossi gewinnt. Das geht nie gut aus hier. Und Schild besser, ja. Passt schon, passt schon. Bald habe ich Bladestorm, bald Level 10, yay. Der andere will Elite killen, deswegen. So, das muss ich mal vergleichen hier. Was ich immer noch nicht weiß, wo ich diese Sachen. Das habe ich nicht rausgeschaut, das habe ich vergessen. Ich wollte es auch recherchieren. Fuck, das habe ich vergessen. Wo ich die Sachen enchanten kann. Also disenchanten hier. Wieder entzaubern, damit ich sie nicht wegschmeißen muss oder so. Mal schauen, irgendwo stand, da muss man zum so einem allgemeinen Fuzzi, muss dann irgendwas kaufen und dann kann man die Sachen auch wieder verwerten. Da ich jetzt hier wirklich reell spiele, möchte ich nämlich alle Mats, die ich brauchen könnte, irgendwann doch behalten. Hugo Biker, cooler Name. Achso, man kann ja Autosort machen hier. Zack. Dass ich die ganzen Sachen einfach zerlege. So ein Schwert, das da. Und nicht unbedingt verkaufe. Wegen Kohle ist ja nicht so schlimm. Kriegen wir schon irgendwie Kohle. Muss mal schauen hier. Ich wollte dann auch im Internet suchen, wo das genau ist. Habe ich jetzt hier live, hast du nicht so viel Zeit zu schauen. Oder Lust zumindest nicht. Erstmal meine Kisten hier aufmachen, wa? Ich habe ja hier mehrere Rüstungsteile bekommen. Schmiedkunst, Waffenbau. Das ist schön, dass man hier suchen kann direkt. Waffenbau.
Mütterliches Ehrenzeichen, Dolche, du Kacke. Aber ich glaube, hier kann man nicht verwursteln. Materialien, fertiges Produktmaterialien. Na gut, muss ich mal schauen. Jetzt erstmal die ganzen Sachen aufmachen, die ich hier habe. Was ist das hier? Leder, Leder. Mal, schauen wir mal. Oberteil, Unterteil. Mal schauen, was meine Süße Neues bekommt. Untern, Oberteil. Vielleicht irgendwelche sexy Lederklamotten. Yeah, Leute hier. Jetzt geht's los hier mit Lack und Leder. Was haben wir hier bekommen? Erstmal alles hier. Schauen wir mal, was wir haben hier. Unbekannte Sichelmondstiefel. Sichelmondstiefel. Ah, schon das Set-Teil. Aber ich brauche ja nachher eh ich brauche nachher eh Platte. Kriege ich ja auch gleich. Einfach mal alles entzaubern und schauen, was wir für Rüstungsteile kriegen. Wow. Hände, Gürtel. Und das Gute ist, man kann diese Sets auch aufwerten. Man braucht sich gar nicht neu kaufen oder so. Alter, der Server leckt gerade von Arcage. Lederrüstung, prächtig, Sichelmond, alles ein Set, gell, alles Sichelmond. Ja, können wir alles anlegen. Bis wir dann die richtigen Sachen kriegen. Abwehrstärke. Zack. Zack. Ja, jetzt schaut sie bald sexy aus. Hier. Zack. 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 Lederset. Hey. Wow. Geh mal da. Also das Pferd steht mir auf dem Weg. Jetzt haben wir was Schönes genommen hier. Jetzt haben wir was Schönes angezogen hier. Dieses Vergleichen hier. Ach so, Plattenrüstung. Natürlich ist sie besser. Aber ich habe jetzt das ein 6er Set. Was gibt es denn für Set, Boni? Erhöht Gesundheitsregeneration plus erhöht Mana. Das ist genau der richtige Wert für einen Krieger. Aber es ist eh egal, du kannst hier alles tragen. Alle Rüstungen, ob Stoff, Leder oder Platte, haben eigentlich alles, was du brauchst. Nur wenn du tanken willst, brauchst du halt Platte. Deswegen behalte ich das. Zack, die kann ich verkaufen. Du hast einen Pferdearsch im Gesicht, aber echt, ey. Aber total. So, genug hier in die Tiefen der Meere geblickt. Ich muss die Items eigentlich vergleichen und verkaufen. Weiß nicht, weiß jemand, wo ich diese Sachen entzaubern kann oder in die Einzelteile zerlegen kann, damit ich Mats habe für später. Ich möchte die nicht unbedingt verkaufen. Also die normalen schon, nur die blauen oder die grünen halt nicht. Wie das funktioniert. Oder jemand könnte nachschauen, wäre auch cool. Da muss ich jetzt nicht im Stream suchen, mehrere Stunden. Kann man die Kamera nicht noch mehr rauszoomen? Ist irgend so ein Verkäufer hier. Irgendein Verkäufer, wo ich was verkaufen kann. Das Oberteil ist schon heiß, gell? Ja. Was glaubst du, wieso ich das so lange und ausgiebig gezeigt habe? Damit ihr auch in den Genuss kommt. Teresa. Weißes Pferd, wow, was ist das? Sind weiße Pferde nicht fantastisch? Jeder soll ja zumindest einmal im Leben so ein edles Pferd reiten. Jei. Schauen wir mal. Alter. Kriegst sowieso nichts mit, dann laufen hier so viele rum. Man kann hier einen auch schieben, ne? Wenn du dich auf die Straße stellst und einer mit dem Moped vorbeikommt oder so, dann kann er dich an den Arsch der Welt schieben. Immer dieses Hin und Her schieben. Was muss ich eigentlich machen? Ich suche irgendeinen. Da hier, Rüstungshändler. Kann ich doch bestimmt verkaufen. Bitte was? Horde-Mobistische? Ja, das glaube ich. Also tun wir mal die ganzen weißen Sachen weghauen. Das weg.
das, das, das und das.